So, jetzt habe ich wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Moin, erstmal. Ja, geht ganz normal wie immer weiter. Ich bin immer noch am dabei, alles ein bisschen voraufzunehmen, sag mal so. Ja, weil einfach bisschen zu viel zur Zeit bei mir ist. So, was wollte ich hab da jetzt. Bin ich? Hier sind die. Okay, gehen wir erstmal dorthin. Wir müssten ja diese Eisviecher erledigen. 10 Stück waren es, glaube ich. Ach, die Eiskrasau. Krasauer. Krasaure. Irgendwie, wie die sich aussprechen, keine Ahnung. Jo, hier ist auch wieder los. Außer Gilde ist wieder keiner an, habe ich schon vorhin nachgeguckt. Ja, ist halt, zieht sich halt alles ein bisschen hin und weiß nicht, was los ist. Bum, 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 bum. Ich hoffe, die sind hier unten. Aber ich denke mal. So, ei, ach, da sind sie ja. Ja, nehmen wir den. Und da ist der Mafora gestorben. Erinnert mich irgendwie gerade an Mufasa? Mufasa. Mufasa hieß er. Ja, König der Löwen, wer es noch kennt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ist, so die jüngere Generation. Gut, ich bin jetzt auch nicht die alte Generation, aber ob das die jüngere Generation noch so guckt, weiß ich gar nicht. Ach, ich glaube, wir sollten auch Eisen sammeln, oder? Eigentlich so, die alten Disney-Filme sind halt noch guten alten, wo eben was beigebracht wird, was gut und was böse ist, und was man machen soll und was nicht. Wurde ja alles so früh in dem Film beigebracht. Heute ist es eher ein bisschen nicht. Also, wenn man so überlegt, was jetzt manchmal im Fernsehen kommt, so auf diesen Kindersendungen und so weiter, dann ist es schon ein bisschen traurig teilweise, das zu sehen. Da wurde ja, ja, ich will nicht sagen, nur Mist nur noch beigebracht, aber irgendwie ist es dann doch schon so. So. Ja, das nehmen wir alles mit. Ein Kristallgestein brauchen wir auch. Braucht man natürlich aus einer Entfernung von mindestens, naja, eineinhalb, 2 Meter. Ab. Ja, macht man immer so. So. Und dann haben wir hier schon. Wie viel? Vier? Vierer müssten es dann mit dem sein. Bilde ich mir ein. Oder? Ja, sind vier. Ja, wir nehmen jetzt alles mit. Wir müssen dann mal wieder ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Ich weiß noch gar nicht, wann wir das mal benutzen können. Eigentlich nie, hä? Wahrscheinlich irgendwie ganz komisch. Schließen. Kristallgestein. So, dann brauchen wir noch 5 von diesen Eiskrasaure. Krasaure. Eisefunkler. Assifunkler. Ne, mit I2 sprechen. Tentakel-Lognithen. Haben wir da ein paar Wörter? Ach, das sind die hier. Ah. Muss erstmal ein bisschen Gesundheit regenerieren, bevor wir jetzt hier groß weitermachen. Was sind denn das für Viecher? Elefanten mit Riesenrüssel? Irgendwie eine Mischung aus Ameisenbär mit Elefant und Giraffe, nur dass der keine langen Hals hat, sondern lange Beine. Genau das wird sein. Genau das haben die sich bestimmt auch überlegt beim Spieldesign und Programmieren und generell bei der Spielentwicklung halt. Während sie sich genau das gedacht haben, machen wir doch eine Mischung aus Elefanten, Giraffen und Ameisenbär.
Aber dem... Der ist auch ganz friedlich. Ja, ist ja meistens so, dass die größeren Tiere eher friedlich sind. Ja gut, friedlich, aber... Meistens sind sie ja eher Pflanzenfresser und so weiter. Es sind ja kaum mal große Tiere, die wirklich Fleisch fressen. Also Elefanten fressen... Pflanzen. Ja. Giraffen fressen Pflanzen. Blauwale, also die ganzen Walzeug, außer jetzt hatten wir mal diese Killerwale, wie heißen die? Orchins? Weiß ich gar nicht, wie die jetzt heißen. Die fressen ja aber. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Die fressen Fisch. Fisch fressen die. Was haben wir denn noch so für große Tiere? Naja, Bären sind jetzt zwar auch schon groß, aber halt nicht so groß wie die restlichen, die von den genannten. Was haben wir noch? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Blauwale sind die größten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir gerade, irgendwie fällt mir gerade nicht mehr ein. Wir essen mal was, Nebenbei überlege ich hier noch ein bisschen weiter. Bei mir fällt es immer noch nicht ein. Fällt nichts ein gerade. Ruhen wir uns auch erstmal aus, aber das Dumme ist, jetzt können wir nicht mal andere Leute. Ach, ich dachte, wir schwimmen gerade. Ach, doch. Den Reefer End. Ja. Komischer Name. Warum denn immer so komische, schwierige Namen? Sehr schlimm hier. So. Und weiter geht's. Nein. Komm, was ist denn hier für ein Herzlaufend? Komm, ist ja schon zum dritten Mal. Mindestens. Kein gültiges Ziel. Ja, die brauchen wir alles. Ich kann mal alles verkaufen und bringt uns wieder Geld, weil wir ja so arme Stotter hier sind. Achso, die sind fertig. So. Ah, die würde ich gerne machen, aber wir haben jetzt hier keine und ich will jetzt auch nicht ewig rumsuchen. Da wollte ich lieber warten, bis uns mal einer anfragt. Manchmal hat man ja Glück. Aber auch nur manchmal. Und komm, ein Schlag, genau. Da haben wir nämlich schon mal 1 von 10. Wow. Aber alles muss man, alles muss man klein beginnen. So, das wollte ich sagen. Dort oben sind mehrere. Kommen jetzt dort hoch. Das sieht alles so ein bisschen so aus, als würden wir da wegrutschen. Das ist das typische MMORPG-Problem, oder? Dass solche Texturen, wenn die hochgehen, immer so verwaschen sind. Ist immer dasselbe. Ich weiß nicht, ob das bloß bei mir immer so ist, aber ich kenne es bis jetzt bei allen so, dass immer so was Verwaschenes ist. Blöd. Das ist das falsche Ziel. Ja, das brauchen wir alles. Dann gehen wir gleich hier weiter zu dem. Und bam. Bam. Dang. Und haben wir was? Hat nicht. Schade. Wir suchen. Sind hier unten welche? Nö. Braucht man natürlich Kristalle noch? Weil jetzt sehe ich ja gerade einen. Ich weiß nicht, ob wir noch welche brauchen. Und sieht so aus, als würden wir noch welche brauchen. Ja, brauchen wir noch ganz schön. Ja, dann machen wir die da erstmal.
unten los? Hallo? Ach ne, jetzt haben wir ja... Hä? War nicht gerade nur 3 von 6? Die Anzeige? Oder habe ich mich jetzt komplett verlesen gerade? Also entweder bin ich jetzt total doof oder das Spiel hatte gerade irgendwie eine Macke und hat mir den falschen Wert angezeigt. Wenn man das jetzt wüsste, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückspulen könnte. Ja, aber hier kann man nicht hoch, schade. Kann man hier hoch? Nee. Nee, weil hier sind die eigentlich, die wir brauchen. Was ist denn das? Kulutz. Ja, den lassen wir doch mal in Ruhe. Ah, der ist schon tot. Oh. Naja. Wer weiß, was das für ein Vieh war. Bam. Ach, jetzt kriegen wir hier deiner Besuch. Und den kleinen, da haben wir nämlich schon mal die Hälfte weg. Den alles nehmen. Den alles nehmen. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Hey, wir sind ja bald Stufe 11. 11. 11. Einfach mit Ö. 11. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber naja, muss ja auch mal. Und los jetzt. Los. Boom. Alles nehmen. Ja, genau. Und los geht's. Bäm, 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 bäm. Ah, ich weiß aber gar nicht, was man groß reden kann. Ich mache jetzt bloß mal schnell Verband. Weil ich will mich jetzt ja nicht schon wieder ausruhen. Dann machen wir jetzt gleich weiter. Das Ausruhe, das nimmt immer so viel Zeit weg und das muss ja nicht mal sein. Ja. Ne, wie gesagt, bin ja noch dabei, bis auf im Vorhinein. Also auf Reserve aufzunehmen, damit ich jetzt hier nicht immer dann so drauf angewiesen bin, sobald ich irgendwie der Himmel bin, sofort den Aufnahmen zu machen, weil die Aufnahmen ausstehen. Das ist alles ein bisschen stressig. Und da war man Level 12. 11. Level 12 wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber leider nicht. Und einen brauchen wir noch. Haben wir hier, finden wir hier in der Nähe noch einen? Bestimmt. Weil ich bin ja nächste Woche erstmal unterwegs, oder diese Woche, wo ihr das schauen werdet, bin zumindest 2 Tage davon bin ich unterwegs, die anderen Tage werde ich aber meistens um was anderes zu tun. Da werde ich halt nicht so zum Aufnehmen kommen und auch muss ich jetzt halt probieren, irgendwie das jetzt zu machen, damit ich dann dort in Ruhe im Laufe der nächsten Woche, Ende der nächsten Woche irgendwie nur in Ruhe aufnehmen kann, weil man muss ja mindestens bei mir mindestens einen Tag rechnen, ehe ich die Folgen geschnitten habe, ehe sie dann gerendert sind, ehe sie bei YouTube hochgeladen sind, ehe sie dann beschrieben sind. Das dauert halt alles seine Zeit. Toolbird hat man mit dem nicht. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Ja,